Ein Beratungsraum im Rathaus der Stadt Wolmirstedt. Gastgeber, Bürgermeister Stichnot, eröffnet eine Zusammenkunft, auf die über 2 Jahre lang hingearbeitet wurde. Denn in wenigen Minuten werden die Vertreter der Stadt Wolmirstedt, der Gemeinde Barleben, der Gemeinde Elbeheide, der Gemeinde Niedere Börde und der Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband eine gemeinsame Vergabestelle für öffentliche Aufträge gründen. Jeder der Bürgermeister hat das Dienstsiegel dabei, um seine Unterschrift unter ein Dokument zu beglaubigen, von dem für die Zukunft ein hohes Maß an potenziellem Einsparungspotenzial erwartet wird. Die Rechtsvorschriften für die Vergabe von Aufträgen, die mit Steuermitteln finanziert werden sollen, ändern sich schnell und zunehmend komplizierter. Das trifft vor allem auch dann zu, wenn Fördermittel in die Finanzierung einfließen. Dann ist komplexer Sachverstand gefragt und solche hochqualifizierten Mitarbeiter erwarten zu Recht eine ordentliche Bezahlung und die wiederum belastet die Personalkostenstruktur. Deshalb schließen sich die Gemeinden und die Körperschaft öffentlichen Rechts zusammen, um gemeinsam die Kosten zu schultern. Also für Frau Langheit wird sich dem Sinne nach viel verändern, weil sie 2 Tage die Woche zu uns kommen wird. Wir beziehen auch im nächsten Jahr noch ein neues Büro, wo wir zusammen unsere Schreibtische haben, damit es auch alles glatt gehen kann und wir uns untereinander auch austauschen können, damit wir für unsere Vertragspartner alles ordnungsgemäß wahrnehmen können. Im Vorfeld hieß es, Sie haben sich ausgiebig weitergebildet. Was ist denn da so im Einzelnen gewesen? Es waren verschiedene Lehrgänge bezüglich der neuen Umstellung der Gesetzesgebung und auch ein neues Computersystem, was wir uns angeschafft haben, für die Vergabe speziell jetzt, wo wir uns dann geschult haben, wie man es nutzt, wie man alles einstellt. Und auch diese Kosten werden jetzt gemeinsam getragen. Konkret wird jede der beteiligten Stellen sich entsprechend ihres Auftragsvolumens anteilig an den Kosten beteiligen und auch dafür sorgen, dass man immer auf dem aktuellen Stand ist, was Recht und Gesetz und die dazu notwendige Ausstattung mit Rechentechnik und Software betrifft. Die Verbandsgemeinde verspricht sich natürlich daraus, jetzt auch diese Synergieeffekte zu nutzen, ein gemeinsames Team zu bilden und den großen Ansprüchen, die natürlich auch im Bereich des Vergabewesens Voraussetzungen sind, entsprechend entsprechen zu können. Ja, und das innerhalb dieser Gemeinschaft aus vollem Maße ausschöpfen zu können. Ein so denkwürdiges Ereignis muss jetzt noch für die Presse festgehalten werden. Und dabei noch die Feststellung, dass die gemeinsame Vergabestelle, sie beginnt mit der Arbeit im kommenden Februar, bei weitem nicht das einzige ist, bei dem die regionalen Kommunen aktiv und konstruktiv zusammenarbeiten.